Die Erlebniswelt Schlick im Stubaital ist ein beliebtes Wandergebiet am Fuße des Kalkkögel. Und dieses ist jetzt um eine Attraktion reicher. Bei einem großen Kinderfest wird der neue Scheibenweg eröffnet. Wir sind natürlich als Bergbahn schon der Meinung, dass die Kinder in die frische Luft gehören, Sommer wie Winter. Und jetzt im Sommer natürlich muss man den Kindern auch was Attraktives anbieten, weil nur die klassische Wanderung ist natürlich nicht mehr so ansprechend, auch wenn die Wege kinderwagengerecht sind und breit sind und nicht mehr so steil sind wie früher. Aber in einem gewissen Alter, wo sie noch in den Berg oder in die Wäldern mitgehen, muss ich sagen, braucht es natürlich schon ein bisschen Motivation in dem Sinne, dass sie einfach Spielstationen haben oder Erlebnisstationen haben und dann gehen sie gerne in den Berg und genießen die frische Luft und die Sonne und unser schönes Land. Das Schlick 2000 Maskottchen, ein Pantomime und eine Show-Einlage von Tom und Ferry sorgen für Unterhaltung. Ausgestattet mit einem Wegbegleiter aus Holz geht es dann Richtung Tal. Auf rund 3 Kilometern sind fast durchgängig halbierte Baumstämme mit ausgefrästen Rillen aufgebaut. In diesen können die Kinder ihre ausgeliehenen Holzscheiben rollen lassen. Ziel ist es, die Scheibe so durch die Bahnen zu lenken, dass sie nicht auf den Boden fällt. Das Scheibenrollen ist ein einfaches, aber sehr unterhaltsames Vergnügen. Denn neben dem Rollen sorgen auch immer wieder spezielle Stationen für Abwechslung. Mit verschiedenen Spielstationen sind sozusagen dann die Kinder aufgefordert und angehalten, die Stationen zu überwinden. Es sind ein bisschen schwierigere dabei, ein bisschen einfachere dabei. Und so rollt die Scheibe dann den ganzen Weg entlang. Und wir hoffen, dass wir da eine ganz interessante Möglichkeit gefunden haben, die Wanderung dann zu einem schönen Abschluss zu bringen. Die kleinen Wanderer sind begeistert vom neuen Scheibenweg. Weil da kann man rennen und düsen, wie man will, und die Scheibe einfach loslassen. Weil man dann immer hinter der Scheibe hinterher rennen musste. Weil man hinterher rennen muss und viele Stationen machen kann. Da gibt es solche Spiele, da kann man das Ohr rollen lassen und Spiele, wo man auch entziehen kann. Die kleinen Scheiben setzen schon bei der Eröffnung so einiges in Bewegung. So wird auch in Zukunft aufregender Rollspaß auf dem Scheibenweg in der Schlick 2000 garantiert sein.